Aber Frauen lieben dich wegen deines Charakters, deiner Kraft, deiner Klugheit oder weil du ein Kind beschützen kannst, weil du ein guter Mensch bist, Ehre hast und Würde. Sie lieben dich nie so dumm, wie Männer die Frauen lieben. Hallo, ihr lieben Leseratten, ich möchte keine Zeit vergeuden, es soll ja wieder ein Quicktipp sein und ich habe so viel eigentlich zu dem Buch zu sagen, und zwar von Nina George, Das Lavendelzimmer. Es gibt Bücher, die kann man lesen, und es gibt Bücher, die muss man einfach lesen. Es geht um einen Buchhändler, der hat eine Art, ja, Schiffboot und nennt es die literarische Apotheke. Es ist wie eine kleine Buchhandlung, in der er seine ganze Zufriedenheit, seine Wärme, seinen Trost und alles findet. Und dieser Buchhändler hat ja die besondere Gabe, für jeden Menschen das richtige Buch herauszufiltern. Und ich liebe sowas, weil ich das ja auch immer mit unseren Kunden versuche, dass ich wirklich das richtige Buch für den richtigen Kunden oder für den entsprechenden Menschen und seine momentane seelische Verfassung finde. Viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich möchte einfach nur sagen, ist euch kalt, wird das Buch euch wärmen, seid ihr traurig, wird das Buch euch trösten, und seid ihr vielleicht auch gerade so glücklich wie ich, wird es euer Glück noch unterstützen und fördern. Es ist ein Buch über Liebe, über Freundschaft, ja, über einen Neuanfang, aber vor allem auch über Abschied. Ein absolut wunderbares Buch, ein tolles Sprachgeflecht, also es ist was ganz, ganz, ganz Besonderes, und ich bin so froh, dass ich diese Perle der Literatur entdecken durfte. Ich kann es wirklich euch allen nur empfehlen, und ich wüsste wirklich gar keinen Menschen, für den es nicht so schön wäre wie für mich auch. Das ist wirklich ein Buch, was jeder lesen kann und ja, was einem so viel gibt. Und ich habe es wirklich sehr langsam gelesen. Ihr werdet es kaum glauben, ich habe jedes einzelne Wort, jeden Satz, jede Seite verschlungen und ja, total genossen. Absolut empfehlenswert. Bis bald, eure Leseratte. Tschüss!